Der Turnende beginnt im Stand mit gestreckten Armen. Dann erfolgt ein Abdruck- und Schwungbeineinsatz. Und durch Rückwärtsrotation der Schultern und Druck der Arme auf die Stange erreicht der Turnende eine Sturzhandposition. Dabei befinden sich die Oberschenkel in Reckstangenhöhe und der Kopf ist an die Brust geneigt. Die Arme bleiben gestreckt. Der Kopf schaut auf die Augen schauen auf die Füße. Danach erfolgt die Aktion des Öffnens des Bein- und Armrumpfwinkels. In eine aktive Überstreckung rückwärts, wobei sich der Körper über Stangenhöhe befindet. Nun ist der Zeitpunkt für das Lösen der Hände gegeben und es erfolgt die Flugphase, die fußwärts gerichtet ist. Dann erfolgt die Landung mit nachgebendem Beugen in den Knie- und Fußgelenken und das Aufrichten zum Stand.